Hier genießen Sochis Homosexuelle ihre Nächte. Der Club Mayak ist ein beliebter Treffpunkt für gleichgeschlechtlich Interessierte im Olympia-Austragungsort. Unser Club ist ein Ort, an dem Homosexuelle ganz sie selbst sein können. Sie können sich küssen, zusammen tanzen und keiner wird etwas sagen oder sie beschimpfen. Außerhalb des Mayak passiert das jedoch ständig. Lesben und Schwule werden unterdrückt. Seit Juni 2013 verbietet ein Gesetz die Propaganda homosexueller Menschen in Anwesenheit Minderjähriger. Wer sich also positiv über Homosexualität äußert, dem droht Gefängnis. Viele hoffen, dass die Winterspiele in Sotschi diese Ignoranz bekämpfen. DOSB-Generaldirektor Michael Vesper will die Wirkung Olympias aber nicht zu hoch hängen. Der Sport darf sich nicht überschätzen und darf auch von außen nicht überschätzt werden in seinen politischen Möglichkeiten. Was im Moment passiert ist, dass die Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit auf die Situation in Sotschi und in Russland gerichtet sind und dass deswegen dieses Thema in dieser Intensität diskutiert wird. Und ich denke, darin liegt schon ein gewisser Wert, denn möglicherweise wäre sonst niemand darauf gekommen, dieses überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn kritisch zu diskutieren. Kritisch diskutiert werden die Zustände in Russland überall auf der Welt. Demonstrationen wie hier in Amsterdam mit dem Bondscoach Louis van Gaal sollen wachrütteln und auch mehr Sportler zu einem Outing ermutigen. Generell im Leistungssport gilt es eben auch klarzumachen, Lesben und Schwule sind auch Leistungssportler und sie sind überall, auch eben in allen Sportdisziplinen, eben auch als Athletinnen und Athleten in Russland dabei. Und man braucht sich nicht verstecken. Also das ist ja nichts Schlimmes, wenn man homosexuell ist. Es ist einfach, Homosexualität ist nicht mehr und nicht weniger als eine Facette der menschlichen Sexualität. Also man sollte ein bisschen Gelassenheit bei der ganzen Sache auch angehen lassen. Wie gelassen die Gastgeber während der Olympischen Spiele mit dem Thema und mit möglichen Protesten in Sotschi umgehen werden, das ist noch völlig unklar. Der Club Mayak ist jedenfalls ein gutes Vorbild und zeigt, dass Schwule auch in Sotschi glücklich sein können und nichts zu befürchten haben.